Am 30. März hat die Wismarer Stadtverwaltung zu einem Pressegespräch vor Beginn der Bürgerschaftssitzung eingeladen. Bürgermeister Thomas Bayer informierte über verschiedene Themen der Tagesordnung. Unter anderem ging es um Gespräche mit der Landes- und Bundesregierung über Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Wir haben Infrastrukturen und wenn die überlastet sind, dann muss auch Unterstützung erfolgen, damit wir quasi unsere Infrastruktur dann ausbauen können. Wir wollen das Unsrige dafür tun. Wir wissen, dass wir auch die rechtliche Pflicht haben, Geflüchtete aufzunehmen und wir wollen das auch. Sehen uns natürlich auch in der moralischen oder humanitären Verpflichtung. Aber man muss uns dann auch die nötige Unterstützung geben, manchmal auch die nötige Zeit. Aus den Gesprächen ging hervor, dass auch in anderen Gemeinden Gemeinschaftsunterkünfte entstehen müssen. Dazu zählt auch Wismar. Wir werden uns da auch nicht verschließen, handeln aber in dem Bewusstsein, dass wir bisher einziger Standort der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg II sind, mit einer Außenstelle, und jetzt auch von unserer Seite erwarten müssen, dass auch andere Gemeinden da mitziehen, sich konstruktiv verhalten, sich solidarisch verhalten und sich nicht wegducken. Das sage ich in aller Deutlichkeit, weil manche das tun. Das geht nicht. Auch sie werden in die Pflicht genommen werden müssen. Das sieht auch der Landkreis so und das ist gut so. Ein weiteres Thema. Die Hansestadt hat ein Kleingartenentwicklungskonzept erstellen lassen. Daraus sollen Empfehlungen mit konkreten Vorschlägen für leerstehende und verwilderte Kleingärten abgeleitet werden. Insofern war für uns erstmal wichtig, das zu identifizieren, wo sind die Leerstände am gravierendsten. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass geprüft wird, auch auf der Basis dieses Grobkonzeptes, wenn ich das mal so sagen darf, was ist baurechtlich überhaupt machbar und was ist davon dann auch empfehlenswert. Die FDP-Fraktion in der Bürgerschaft unterstützt das Kleingartenkonzept der Hansestadt. Wir brauchen ein Kleingartenkonzept. Wir haben von 5.136 Kleingärten, die wir in Wismar haben, Wismar ist übrigens eine der Städte mit dem größten Kleingartenbestand, haben wir viel zu viel Leerstand oder Verwilderung. 1.413 Gärten sind ungenutzt. Das sind Flächen, die nicht mehr genutzt werden. Und wir brauchen dringend ein Konzept. Es soll wohl jetzt auch über 15 Jahre etwas entwickelt werden, um einfach nutzbare Flächen daraus zu generieren. Auch diese ganze Konzeption mal zu überlegen, ist dieses Kleingartenkonzept überhaupt noch sinnvoll und richtig in der Hansestadt Wismar. Zahlreiche Optionen sind für die Kleingärten im Gespräch. Sowohl Bauland und Gewerbe als auch Ausgleichs- sowie Grünflächen. Mit konkreten Vorschlägen rechnet die Stadtverwaltung im zweiten Quartal 2023.